Hallo alle zusammen, hier ist Anja von Durch die Frisur.de. Färben Sie Ihre Ansätze und gleichzeitig machen Sie die Strähne. Mit ein paar Tipps und Tricks, was habe ich heute für euch vorbereitet, sparen Sie das Geld und Zeit. Was ihr dazu braucht, das ist natürlich Haarfarbe, die wo ihr verwendet immer für die Ansätze färben. Eine Plastikschale, ein Pinsel, ein Kamm, ein Umhang, ein Melkenfett oder andere Creme. Aber das brauchen Sie alles jetzt nicht aufschreiben. Da unten können Sie klicken auf das Link, das ist alles aufgeschrieben. Vor dem Färben muss man als Erste zudecken, die Kleidung, dass man verschmiert das nicht mit Farbe. Dann fange ich an, das Stirn, Ohren und Nacken direkt am Ansatz bedecken mit Melkenfett. Das kann auch eine Vaseline sein oder eine fettige Gesichtscreme. Das ist alles für das, dass man schützt Haut von Färben. Das wird viel einfacher, das alles rauswaschen. Und da bleiben fast keine Rückstände. Kämmen Sie die Haare richtig gut durch und ziehen Sie sich die Handschuhe über. Nehmen Sie einen Kamm und ziehen Sie mit dieser äußeren Spitze eine lange Mittelscheide von dem Stirn bis zum Nacken. Bedecken Sie den Ansatz mit Haarfarbe. Anschließend ziehen Sie eine zweite Scheide, der mit dem Mittelscheitel ein Kreuz bildet und von einem Ort zu anderen verläuft. Und genau wie vorhin bestreichen Sie ihn mit der Haarfarbe. Nun ziehen Sie mit dem Ende des Kammes oder Auftragspinsels an die rechte hintere Partie eine schmale Scheide und streichen Sie die Haarfarbe auf den Ansatz. Ziehen Sie eine nächste Scheide und streichen Sie wieder nun den Ansatz ein. Nachdem alle Haare eine Partie eingestreichen sind, beginnen mit der zweiten hintere Partie. Anschließend streichen den Haaransatz die beiden vorderen Haarpartien ein. Die 30 Minuten Einwirken ist vorbei. Und jetzt kämmen Sie leicht die Farbe von dem Haaransatz bisschen ins Länge, aber nicht zu viel. Wir möchten immer die helle Strähne behalten. Das garantiert schönen Farbverlauf. So warten Sie noch 10 Minuten und danach ziehen Sie erneut die Schutzhandschuhe über und waschen Sie die ganze Haarfarbe mit reichlich Wasser und Shampoo herauf. Die eventuellen Verfärbungen an der Haut außerhalb Ihres Haaransatzes kriegen Sie mühelos mit einer Zigarettenasche weg. Dazu brauchen Sie eine Wartetabs, bisschen warme Wasser und natürlich Zigarettenasche. Das funktioniert wie ein Hautpeeling. Die Rückstände von Zigarettenasche auf der Haut tun Sie entfernen mit nächste saubere Wartetabs und warme Wasser. Hier sind die Haare schon geföhnt und man könnte richtig sehen, die Haaransätze sind gefärbt und die helle Strähne wirken frischer aus. Das ist Endergebnis, geföhnt, gestylt. Mit dieser Methode können Sie die Highlights wiederholen erst in 6-8 Wochen bei dem nächsten Friseurbesuch. Das spart sicher das Geld. Was wäre ich noch raten? Dass in den 6-8 Wochen brauchen Sie eure Highlights nicht auf dem ganzen Kopf wiederholen. Das reicht, wenn Sie machen
die Ansätze bei hellem Strähne nur vorne am Gesicht, seitlich bei Ohren, an die Nacke, an dem Scheitel, wenn sie den haben, und paar Folie an die Deckhaare. An dem Hinterkopf sind noch genügend Strähne da und dort brauchen sie die wiederholen, erst bei dem nächsten Strähnchentermin. Ist das nicht so schwer, wie sieht das aus? Unten an meiner Website könnt ihr in Ruhe nachlesen alle Feinigkeiten mit diesem Thema für Posen verbunden. Alle Produkte, mit welchen habe ich gearbeitet. Und da sind auch noch andere Tipps zu dem Video. Haben Sie Fragen? Ich antworte gern jede eure Frage. Schreibt mir an. Ich freue mich auf euer Feedback. Und hat euch dieses Video gefallen? Abonniert meinen Kanal und ihr kriegt jeden Donnerstag alle meine Tipps.